Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Dead Rising. Ja, neue Psycho-Mission oder Psycho-Mission. Diesmal sind wir im Judah-Club oder beziehungsweise stehen kurz davor. Und ich bin schon richtig gespannt, was mich denn jetzt erwartet. Wir hatten ja schon alles, ne? Wir hatten einen japanischen Meister. Wir hatten eine Dicke, die alles in sich reingefressen hat. Wir hatten einen Dildo-Meister oder Sadomaso-Meister. Und nun sind wir hier bei SM. Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Ich mache den Nahkampf etwas höher. Und natürlich... Gruppengröße brauche ich nicht. Das ist Quatsch, ist das... Das ist Quatsch. Rüstung gegen Schusswaffen. Das ist eigentlich gar nicht mal so doof. So. Ich nehme gleich mal die Waffe. Mal schauen, was mich jetzt erwartet. Ja, genau das meine ich. Gott, du bist unglaublich, Jerry. Verzeihung, Jerry. Hier ist es nicht sicher. Ah, hey, Alter. Was hast du gesagt? Ah. Oh. What the... Und ich werde mir meine verdiente Miss Gigantic California Trophäe holen. Nichts und niemand stellt sich mir den Weg. Hast du das okay, hör zu. Der Wettbewerb wurde wahrscheinlich abgesagt wegen dieses Zombie-Ausbruchs. Gott, siehst du toll aus. Weißt du das, du Siegertyp? Also, du bist in der Tat gigantisch, Alter. Ah, nicht Alter. Nein, du wirst mich nicht schlagen. Ich bin Miss Gigantic California. What the fuck? Moment, halt, stopp. Gewinnen ist nicht alles. So sieht's nämlich aus. Gewinnen ist nicht alles. Alter, was ist das denn für eine alte... Alter, nee, ist ja nicht kein Alter. Das fang ich auch schon an. Aua. Ja, leck mich am Arsch. Was ist das denn für eine Alte? Ich gebe hier gar nichts zu, weil ich ja gar nicht mitmachen will. Aber ist okay. Mach mich halt für irgendwas verantwortlich. Scheiße, meine Waffe ist kaputt. Wer bist du denn? Undertaker? Rest in Peace. Alles klar. Alter, das ist ja... Drauf. Ich sammle hier alles zusammen. Ich feuer einfach hier alles drauf. Das trifft schon irgendwie. Hat einen großen Radius. Alter Verwalter, jetzt stirb aber halt. Was ist das? Also, das wird ja mal verrückter hier. Das Doofe ist, es gibt wirklich solche Frauen. Das ist das Problem. Du bist würdig. Du bist einmalig. Du verdienst Glück. Au. Yeah. Aber, verdammt, also das, die drehen ja immer mehr durch. Guck dir das an! Mit einer Leichtigkeit! Ja, also wenn ich das echt nicht verdient habe, dann tut's mir leid. Mit einer Hand! Ich meine, schaut euch das mal an! Warum suche ich hier Logik? Ich bin einfach zu gut. Coole Musik.
Gefällt mir. So, hier gibt's ja nix mehr. War eine kurze Zwischenmission. War jetzt nicht so der Burner, muss ich sagen. Ja. Da fand ich die Dicke, beziehungsweise den Sadomaso-Spinner besser. Aber es hat mir jetzt mehr als alles gekostet. An Munition. An, weiß ich nicht. Wir fahren einfach mal rüber. Hilfe, Hilfe. So, der soll hier drin sein. Dieser Typ. So. Ich bin hier eigentlich in der Nähe. Komm mal ab, du Vogel. Dankeschön. Ich bin ja eigentlich in der Nähe von so einem Unterschlupf. Ich könnte mir eigentlich... Das sind ja meine Freunde. Neues Zeug holen. Und vielleicht auch mal wieder umziehen. Also ich sehe jetzt gerade irgendwie ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Ich kann hier unten nicht rein, verdammt. Das muss ich mir mehr merken. So. Hier rein, hier rein. Dankeschön. So. Wo ist denn hier jetzt... Ach, da. Was ziehen wir denn mal an? Das auf Garantie nicht. Nee. Das ist ja... Nee, echt nicht, ne? Das sieht aber auch irgendwie... wahr nicht. Das ist... Nee. Passt. Passt ja gleich eine. Nee. Die Haare sind cool, muss ich sagen. Muss ich definitiv sagen, sind cool. Gut. Das sieht auch cool aus, ja. Damen, nee. Verflucht. Ist auch nicht so der Praller. Ramos. Ja, kann man so lassen. Ja. Das sieht aber scheiße aus. Deswegen lasse ich das so. Ja, lass mal so. Gut, nichts im Gesicht. Hast dich heute mal rasiert. Gut, hätten wir. Die Waffen. Ich habe 3 Plätze frei. Ah. Maschinenpistolen. Okay. Sind jetzt auch frei. Railgun. Ja, also das ist... Das wäre mir ein bisschen zu übertrieben. Mit Railgun. Hier rumzulaufen. Maschinenpistolen. Ja. Da haben wir sie. 2 Stück. Dürfte genügen. Und wir nehmen noch... 2 Mozis mit. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. So. Jetzt muss ich erstmal hier rüber. Da ist wirklich hier drin. Da gibt es aber viele Baupläne. Ah, super. Gefällt mir jetzt eigentlich gerade gar nicht, weil... Ah, fuck. Weil sonst muss ich wieder zu viel bauen. Beziehungsweise hab den Platz nicht. Leute. Was ist denn los? Also mal ohne Witz jetzt. Ich komme ja gar nicht vorbei. So. Es sind 3 Baupläne drin. Ja, muss ich dann schauen. Was ich mir dann ein bisschen zusammencrafte. Huch. Was machst du denn für Geräusche, sag mal? Was will ich eigentlich hier im Museum, sag mal? So, Waffenbauplan. Schlechter. Suche Diego. Okay. Ich will jetzt gerade mal den schlechter... Was war das denn?
den Schlechter ausprobieren. Schlechter. Machete und Katana. Ja, ist doch gut. Ach, so ein Teil ist das. Das ist natürlich auch sehr geil. So, ich nehme meinen Hammer. Hier ist aber auch wieder. Kann doch bestimmt wieder bloß da oben sein. Irgendwas. Oh, da komme ich nicht hin. Ach, hier ist der Bauplan. Na gut. Würde ich sagen, ich räume erstmal ein bisschen auf. Schau an. Den Axtwerfer. Feuerwehraxt und Harpunenkanone. Alright. Diego, wo bist du? Hau mal ab. Niemals! Im Ernst, Mann! Wir müssen von hier verschwinden! Was geht denn bei dem, sag mal? Was geht denn bei dem jetzt? Wenn er nicht mitkommt, dann... Ich hau ihn weg. Also ich... Keine Gnade. Er stirbt dann. So einfach sieht das dann aus. Die Sense ist an sich geil, aber... Auch scheiße. Arsch langsam. Ist nicht so das Gelbe vom Ei. Feuer getötet. Ja, man muss es ja auch mal machen. So. Warum gibt es hier so viele Waffen? Ist doch nicht umsonst. Da komm ich nicht rein. Muss ich denn echt hier überall lang jumpen? Genau macht das ist doch. Ich habe kaum noch Energie, sehe ich gerade. Wie soll ich denn das überleben, bitteschön? Okay, das geht gar nicht. Fuck, wo kriege ich denn jetzt Energie her? Weil ohne Witz, so schaffe ich das hier nicht. Oh, okay. Nee, das verletzt mich nicht. Ah, hier gibt's Energie. Hau noch mal ab, Mensch. Boah. War knapp. Ich weiß. Noch 4 Tage Zeit. Bleib mal leisure hier. So. Bisschen... geholt? Wie komme ich denn hier bitteschön? Komm schon, Mann! Komm raus! Wo ist denn der Vogel, sag mal? Mann! Diego! Du musst damit aufhören! Diego! Bitte, Mann! Diego! Was ist also, mit dem? Wir müssen hier raus. Wir haben keine Zeit für sowas. Geht bald eine Bombe hoch. Wir müssen hier weg. Lebensform wird liquidiert und organische Überreste zur Analyse zum Schiff gebracht. Nein. Diego! Nein! Nein! Was geht denn mit dem?
ohne Witz. Unerwarteter Widerstand. Das muss nicht so laufen. Hör mir aus. Was zum... Oh. Wow. Das... Oh nein. Das, was er gerade gemacht hat, dieser Diego, das kennt man aus Street Fighter. Und zwar ist das eine Art, ja, Move, ist, ja, Angriff, Attack, je nachdem von Zangief. Ja, das ist, da dreht sich auch so ein bisschen. So ein Vogel. Diego, komm zurück. Boah, Hilfe. Was geht mit dem? Ich hab dich doch gerade erwischt. Boah, Hilfe. Mann. Jetzt stirb du doch mal. Hau ab, du Vogel. Keine Zeit für sowas. Einfach mal aufs Maul. Genau so. Der hört schon auf damit. Alter, was machst du für einen Scheiß? Ah, muss ich denn jetzt echt... Axtwerfer funktioniert auch, okay. Aber nun gut. Jetzt hör auf damit. Wo ist er denn? Ach, da oben. Boah. So, einfach mal drauf. Wow. Da macht es jetzt gerade nicht einfacher. Wow, Hilfe. Boah, du Vogel, ey. Hör auf mit dem Mist. Hast du sonst nichts Besseres zu tun oder sowas? Alter. Habe ich dich erwischt? Richtig so. Mit einem Arschloch, ey. Diego! Aufs Maul! Diego. Pachamama! Tut mir leid, dass ich das tun musste. Bitte, steh auf! Oh Mann, Nick! Was hast du da gerade gesagt? Pachamama? Pachamama. Meine Mutter hat das immer zu mir gesagt. Das Einzige, was sie noch von meiner Kindheit weiß. Ich habe das schon mal gehört. Nick? Ich muss dir was zeigen. Komm her. Komm schon. Ich habe hier drin was gesehen, das mir Angst macht. Wirklich eine Scheißangst. Komm. Den Kerl kenne ich doch. Kalito Keys? Ja. Das war der Verursacher vom Ausbruch 2006 in Villamette. Seine Schwester Isabella half ihm. Sie... holten den Parasit aus Zentralamerika. Was ist mit ihm passiert? Hä? Er ist tot, schätze ich. Und sie ist danach verschwunden. Dabei sollten sie diesen Scheiß nach Fortune City doch unter Kontrolle haben. Ich dachte, mit den Zomrex-Chips tanzt keiner mehr aus der Reihe. Sieh mal hier. Hä? Siehst du das? Das macht mir eine Scheißangst, Mann. Dieser Zombie soll den Smithwood-Ausbruch im Jahr 2007 begonnen haben. Das war der erste Ausbruch nach Willamette. Seh dir seinen Hals an. Nein, 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 Scheiße, Mann! Was bedeutet das? Ich weiß es nicht! So ein Mist! Scheiße. Okay, wir müssen uns erst auf die lösbaren Probleme konzentrieren, ja? Wir hauen ab und finden dann raus, was vor sich geht. Du hast den Schlüssel, richtig? Scheiße! Diese Gangtypen haben mich ausgeraubt. Ich war so fertig. Sie haben den Flugzeugschlüssel. Nick, holen wir ihn zurück. Ja,
Was gibt's, Mann? Nichts, Mann. Nichts. Alles gut. Suchen wir die Schlüssel. Jetzt. Ja, soll das heißen, dass wir so eine Art Testsubjekt sein sollten? Kann gut möglich sein. Ich hab gelacht. Das hatte einen einfachen Grund, denn... ich hab das gesehen. Und das war Fortune City. Und das war nämlich vom zweiten Teil von Dead Rising 2. Das ist der zweite Teil. Ich weiß nicht, ob ich den mal zocken werde. Keine Ahnung. Und das ist also... der erste Teil. Mhm. Den habe ich nie gespielt. Na gut. Ich würde sagen, ich belasse das erstmal so dabei. Und wir sehen uns dann also im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Wir sehen uns. Bis dahin.